Nicht nur die Ziffern selbst in einer Zahl haben ihre Bedeutung, sondern auch ihr Platz. Zum Beispiel, diese Ziffer 2 bedeutet 200. Diese Ziffer 6 bedeutet 6000. Am einfachsten ist es, solch eine Zahl in diese Tabelle einzutragen, indem man darauf achtet, dass die Einerziffer hier 5 an der richtigen Stelle steht und sofort rechts davon das Komma folgt. Wir tragen diese Zahl so ein. Der Teil links vom Komma nennt man den ganzen Teil dieser Zahl und den Teil rechts vom Komma nennt man den Dezimalteil. Die 5 ist die Einerziffer, die 0 ist die Zehnerziffer, die 2 ist die Hunderterziffer, die 9 ist die Tausenderziffer und bedeutet 9000. Diese 7 ist die Zehntausenderziffer und bedeutet 70.000. Diese 1 bedeutet 100.000. Diese 8 bedeutet 8 Millionen. Diese 1 bedeutet ein Zehntel. Diese 2 ist die Hundertstelziffer und bedeutet 2 Hundertstel. Diese 6 bedeutet 6.000. Und so weiter. Auch bei dieser Zahl achten wir darauf, dass die 1 an der richtigen Stelle steht, sofort gefolgt vom Komma, also so. Bei dieser Zahl genau dasselbe, so. Die nächste Zahl hat keinen Dezimalteil, also schreibt man auch kein Komma hin. Hier achten wir nur auf den richtigen Platz der Einerziffer. Ansonsten vervollständigen wir die Kästchen nach links.